Ja, auch von meiner Seite, danke für die Einladung. Wurde ja schon gesagt, Kalle Kunkel, mein Name. Ich bin aktiv bei dem Bündnis Krankenhaus statt Fabrik. Ich war auch Gewerkschaftssekretär in dem Bereich Krankenhäuser unter anderem, mache da aber gerade eine Lohnarbeitsauszeit und habe deswegen mehr Zeit für die Aktivitäten direkt in diesem Bündnis. Krankenhaus statt Fabrik ist ein Bündnis, das sich vor inzwischen 4 Jahren gebildet hat und so seine Aufgabe darin sieht, Aufklärungsarbeit zu leisten zu der so, zur Krankenhauspolitik, aber darüber hinaus oder sozusagen diese Aufklärungsarbeit hat die Funktion, eine Orientierungsfunktion zu haben. Also zu gucken, wo sind eigentlich, also zum einen ein kritisches Wissen zur Verfügung zu stellen, aber das eben auch, um in den Kämpfen, die in den Krankenhäusern stattfinden, die strategischen Fähigkeiten und die strategischen Analysen zu vertiefen, um zu gucken, wo sind eigentlich Einsatzpunkte, um eben im Sinne der Beschäftigten, aber auch im Sinne von einer Zurückdrängung von Marktstrukturen oder von Vermarktlichung, sozusagen in der Krankenhauspolitik zu agieren. In dem Sinne passt das eigentlich ganz gut zu eurer Frage. Und ich habe jetzt tatsächlich das, was ich erzählen wollte, vor dem Hintergrund, was ihr offensichtlich gestern diskutiert habt, ein bisschen über den Haufen geworfen, weil ich das mehr oder stärker als eine Art von Plädoyer jetzt präsentieren will. Und ich werde nicht über das Gesundheitswesen reden, sondern ich werde über die Krankenhäuser reden. Schon alleine deswegen, weil wenn man jetzt über das Gesundheitswesen im Allgemeinen reden würde, dann würden wir wieder über Allgemeinplätze reden, weil tatsächlich die Interventionen oder sozusagen die Möglichkeiten, die sich gerade auftun, sind sehr spezifisch. Und da sind wir im Krankenhausbereich in einer völlig anderen Situation als im ambulanten Bereich, sind in einer wiederum anderen Situation als im Altenpflegebereich. Und deswegen ist es, glaube ich, nicht sinnvoll, auf so einer ganz allgemeinen Ebene darüber zu reden. Deswegen, es geht um die Krankenhäuser. Genau. Die Krankenhäuser stehen ja mit dieser Corona-Krise ziemlich im Mittelpunkt von der Diskussion. Also es hat ja direkt am Anfang von der Krise sehr starke Diskussionen um die Fragen gegeben, gibt es genügend Krankenhausbetten, gibt es genügend Kapazitäten, wie ist das eigentlich im europäischen Vergleich, wie steht man gegenüber Italien da, wo die Kapazitäten eben ganz offensichtlich nicht ausgereicht haben, zumindest in Norditalien. Und damit hat sich etwas verschärft, was sich aber in den Jahren zuvor auch schon angefangen hat. Es wurde nämlich eigentlich in den letzten, ich würde mal sagen, mindestens 10 Jahren, wenn über Krankenhäuser geredet wurde, immer vor allen Dingen über die Arbeitssituation geredet. Und das haben wir ja auch aus gewerkschaftlicher Perspektive stark vorangetrieben, auch über die Kämpfe, die da stattgefunden haben, um die Streiks und um Personalbemessung. In den letzten, ich würde mal sagen, 1 bis 2 Jahren hat das aber zunehmend angefangen, dass sozusagen nicht mehr nur die Frage der Arbeitsbedingungen auf der Agenda steht, sondern die Krankenhausstrukturen. Und die Frage gibt, wie sind eigentlich Krankenhausstandorte? Die Bertelsmann Stiftung und die Leopoldina Stiftung haben diese Papiere in Umlauf gebracht, in denen gesagt wurde, man kann hier eigentlich je nach Rechnung 30 bis 50% der Krankenhausstandorte schließen. Es gibt viel zu viele Betten. Das sind alles alte Debatten, also die gibt es schon eigentlich seit den späten 70er Jahren, und haben aber nochmal neuen Fahrt aufgenommen, weil die neoliberalen Gesundheitspolitiker sozusagen den Personalmangel versuchen als eine Chance zu begreifen, sozusagen für Strukturbereinigungen im Krankenhausbereich, indem sie sagen, naja, wenn wir die Überkapazitäten, die wir im europäischen Vergleich haben, da wird dann immer eben mit so internationalen Benchmarks gearbeitet, wenn wir die abbauen würden, dann hätten wir auch genügend Personal. Also wir haben eigentlich kein Problem mit zu viel Personal, mit zu wenig Personal, sondern wir haben ein Problem damit, dass es zu viele Krankenhäuser gibt, beziehungsweise zu viele Krankenhausbetten. Also sozusagen, mit dieser Argumentation sind sie natürlich durch Corona erstmal ein bisschen in die Defensive geraten.
haben sich aber in den letzten Wochen auch schon wieder ganz gut sortiert, sodass das, sagen wir mal, jetzt eine sehr offene Situation ist. Mhm. Und was durch Corona natürlich sozusagen in den Mittelpunkt gerückt ist, ist, dass Krankenhäuser ein Teil einer gesellschaftlichen Infrastruktur sind. Mhm. Und diese gesellschaftliche Infrastruktur ist ja durch so einen gewissen Grundwiderspruch geprägt, dass wir sie uns zum einen leisten, aber eigentlich ja am liebsten hätten, dass wir da nie hin müssen. Mhm. Und das Fallpauschalensystem, also die Finanzierung der Krankenhäuser, zu denen ich jetzt im Detail nicht viel sagen möchte, sondern nur ein paar Stichwörter, dreht aber genau diese Logik um, indem sie nämlich nach sogenannter Leistung bezahlen. Da kann man sich viel darüber streiten, was eigentlich diese Leistung genau ist. Aber nach Leistung bezahlen heißt eben, dass es für die Krankenhäuser ein Problem ist, wenn es keine Kranken gibt. Weil sie eben nur bezahlt werden, wenn sie sozusagen behandeln können und dafür Erlöse generieren können. Das Problem also in der Krankenhaussteuerung fängt nicht erst an mit den Gewinnen, das ist später für die Perspektive wichtig, sondern das Problem in der Krankenhausfinanzierung in Deutschland fängt schon mit dieser Erlösorientierung an. Ne? Also dass sozusagen die Krankenhäuser darauf angewiesen sind, Fälle abrechnen zu können, für die sie, mit denen sie Geld verdienen. Das führt dann im nächsten Schritt dazu, dass sich sozusagen Krankenhäuser spezialisiert haben und dass Private auf den Markt gekommen sind, um in diesem System Profite machen zu können. Aber sozusagen das erste Problem ist bereits diese Erlösorientierung. Und diese Erlösorientierung ist in dieser Corona-Krise jetzt in eine massive Krise geraten. Weil eben deutlich wurde mit dieser Ansage des Gesundheitsministers, also von Spahn, liebe Krankenhäuser, macht jetzt mal alle Betten frei, die ihr frei machen könnt, damit wir Platz haben für die Corona-Fälle, die kommen. Klar wurde, das ist in diesem Finanzierungssystem nicht abbildbar. Und das war eine sehr spannende Auseinandersetzung, die Mitte März stattgefunden hat und sich zugespitzt hat, wo den Krankenhäusern gesagt wurde, macht eure Betten frei, erster Schritt. Und die dann aber gesagt haben, wenn wir die freimachen, dann können wir wirtschaftlich nicht tragen. Weshalb im zweiten Schritt dann notwendig wurde, im Prinzip dieses Fallpauschalensystem in seinen Wirkungen zu suspendieren. Und um diese Suspendierung hatte es massive Konflikte gegeben, weil es tatsächlich das erste Mal von Seiten der Krankenhäuser, und zwar in der Breite, also von der Krankenhausgesellschaft, die Forderung danach gab, das Fallpauschalensystem auszusetzen. Also das sind immer radikale Verfechter des Fallpauschalensystems gewesen. Und sie wurden da drin sogar zum Teil von der AOK unterstützt. Die wurde dann ziemlich massiv zurückgepfiffen von den anderen Krankenkassen. Aber man hat da gesehen, dass es einen dass es einen Konflikt im hegemonialen Block in der Krankenhauspolitik gibt. Indem sich das Gesundheitsministerium sozusagen am Ende durchlaviert hat, indem es einen Mechanismus etabliert hat, der die Erlösorientierung suspendiert. Also es werden jetzt leere Betten bezahlt, aber gleichzeitig das Fallpauschalensystem aufrechterhält. Und wer von diesem System, wie es jetzt verändert wurde, also sozusagen wie alle solche Halbheiten, hat das zur Konsequenz, dass ein extrem komplexes System entstanden ist, von dem sehr unklar ist, wer davon eigentlich profitieren wird, wer darunter leiden wird. Also man kann auch nicht einfach sagen, die und die Krankenhäuser, die und die Fälle gemacht haben, die leiden jetzt darunter und die anderen nicht, sondern es hängt sehr stark davon ab, mit wie viel Gewinn man das gemacht hat, ob man Fälle mit hohen Kosten hatte und so weiter und so weiter. Und deswegen ist das sozusagen ein Konflikt, der sich weiter prozessieren wird. Das heißt, wir haben durch diese Krise eine ziemliche Öffnung zu der Frage, zum einen diese neoliberale Ideologie von Lean Management, wir können hier ganz viele Betten abbauen, ist in eine Defensive geraten. Und zum anderen haben wir eine Konstellation, in der es tatsächlich im krankenhauspolitischen Feld Akteure gibt, die nicht auf unserer Seite stehen, wie die Krankenhausgesellschaft, die aber ein spezifisches Interesse hat, sozusagen aus ihrer Perspektive heraus, dass dieses System unterhöhlt werden muss oder aus ihrer Perspektive im besten Fall sogar ausgesetzt werden muss. Also die fordern tatsächlich die Aussetzung des DRG-Systems bis Ende des Jahres
Und es ist davon auszugehen, dass das Bundesministerium das deswegen nicht gemacht hat, weil sie Angst haben, wenn wir dieses System jetzt einmal aussetzen, dann kriegen wir das danach nicht wieder in Gang gesetzt. Das heißt, wir haben hier massive Kämpfe, auch im herrschenden Block. Und gleichzeitig haben wir unsere Auseinandersetzung von unten, die ja auch weitergehen. Und die sozusagen diese Konfliktkonstellation trifft auf eine Situation, in der wir durch unsere Kämpfe schon angefangen haben, dieses System zu unterhöhlen. Also seit Anfang des Jahres wird die Pflege, auch wegen unserer Streiks, in den Krankenhäusern nicht mehr nach den Fallpauschalen bezahlt. Also die Pflege wird in den Krankenhäusern wieder nach dem Selbstkostendeckungsprinzip bezahlt. Also das heißt, mit den Pflegefinanzierungen, mit der Pflegekosten können keine Gewinne mehr gemacht werden. Die Pflege ist der zweitgrößte Kostenblock, also einzelne Kostenblock im Krankenhaussystem. Und die sind rausgenommen worden aus den Fallpauschalen. Das heißt, ungefähr 20% des Budgets sind wieder in einer bedarfsorientierten oder zumindest vom Potenzial her in einer bedarfsorientierten System. Die gesetzlichen Krankenkassen, die massive Vertreter und Verfechter von dieser Vermarktlichungsstrategie sind, deren Obertheoretiker hat das als einen Meteoriteneinschlag in das DRG-System bezeichnet, und das, damit trifft er einen Punkt. Also das heißt, wir haben hier ein Feld, in dem ich würde sagen, es ist eins der wenigen Felder, in denen wir es mit unseren Kämpfen tatsächlich schon geschafft haben, dass es Paradigmenverschiebungen gibt. Dass wir nicht einfach nur einzelne Erfolge haben, indem wir ein bisschen mehr vom Kuchen gekriegt haben, sondern dass es sozusagen eine Abkehr von Paradigmen auch wenn sie versuchen, es sozusagen einzuhegen, von den letzten 20 bis 30 Jahren Krankenhauspolitik gegeben hat. Neoliberale Krankenhauspolitik. Das ist sozusagen aber sehr stark immer Kämpfe gewesen aus der Perspektive der Beschäftigten. Und mit dieser ganzen Diskussion jetzt um Corona und Vorhaltungen und so weiter, drängt aber eine zweite Frage in den Mittelpunkt, und das ist die der gesellschaftlichen Planung. Nämlich, dass man es eben nicht dem Markt überlassen kann, dass Markt eben Konkurrenz bedeutet und nicht Kooperation. Dass zum Beispiel bis vor, ich glaube, 2 oder 3 Wochen es kein staatlich organisiertes Register gab über die Intensivkapazitäten in Deutschland, sondern dass es eine Privatinitiative gab, die das sozusagen erfasst hat von der Fachgesellschaft. Und diese Privatinitiative, auf die wurde jetzt angedockt und sozusagen in einer Verordnung die Krankenhäuser verpflichtet, denen auch ihre Kapazitäten zu melden. Aber auf so einer ganz basalen Ebene schon funktioniert natürlich ein Marktsystem. Ne? Also sozusagen Transparenz über Ressourcen, Kapazitäten und so weiter ist aus einer Unternehmensperspektive ein Eingriff in die unternehmerische Freiheit und in ihre ins Unternehmensgeheimnis. Ne? Und das heißt, wir haben hier eine der wenigen Felder, in denen wir durch die Corona-Krise es Spannungen im herrschenden Block gibt, aber wir auch von unten bis zu einem gewissen Grad in der Offensive sind. Aber vor allen Dingen bisher eben aus den Belegschaften heraus. Und die Chancen, die wir jetzt haben, ist, dass wir stärker über diese Frage der Struktur und der Bedarfsorientierung, die Frage der demokratischen Planung des Krankenhauswesens sozusagen als Debatte forcieren können. Auch dazu muss man sagen, die DRGs waren explizit ein Projekt, um sozusagen die demokratisch-planerischen Zugriff aufs Krankenhauswesen zurückzudrängen. Die waren explizit ein Projekt, als das in der Mitte der 80ern gestartet wurde, zur Entthronung der Politik in diesem Bereich, mit allen Argumenten, die dazugehören. Politik ist unsachlich und trifft irgendwelche Entscheidungen, mit denen sie nur Wahlgeschenke machen wollen und so weiter und so weiter. Und das ist jetzt nicht mehr haltbar. Und es wird da weiter zu Auseinandersetzungen kommen, weil dieser Widerspruch mit diesem nicht ganz ausgesetzten DRG-System prozessieren wird. Also die werden Mitte des Jahres wird es irgendwie eine Konferenz geben, wo die gemeinsam drauf gucken wollen, ob das mit der Finanzierung jetzt funktioniert. Die neoliberalen Wissenschaftler fangen schon an zu frohlocken und zu sagen, okay, jetzt haben die
die Länder und die Kommunen bald kein Geld mehr, dann wird das Krankenhaussterben weiter forciert werden können und so weiter. Das heißt, diese Konflikte liegen im Moment auf der Hand und gleichzeitig haben wir, was ja schon angesprochen wurde, eine Aufwertung von diesen systemrelevanten Berufen, in denen eben auch klar ist, auf deren Rücken kann jetzt nicht so einfach sozusagen die Krise abgewälzt werden. Zumindest erstmal von so einer moralischen Ökonomie der Krise her gesehen. Für eine Perspektive der Vergesellschaftung dieses Bereichs muss man aber auch sagen, da ist es ein bisschen komplexer. Wir können nicht einfach sagen, wir schmeißen jetzt die Privaten vom Markt, sondern das Problem fängt ja bereits mit der Art der Finanzierung an. Und deswegen diskutieren wir bisher eigentlich stärker immer aus der Frage, wenn ich durch das Finanzierungssystem Gewinne unmöglich mache, beziehungsweise verbiete. Wir hatten eine Zeit von 1970 bis 85, in denen waren Gewinne im Krankenhaus verboten. Selbstkostendeckung halt. Wenn ich das mache, dann erledigt sich die Frage der privaten Krankenhausbetreiber von alleine. Dann haben die nämlich kein Interesse mehr an diesem Segment. Es gibt jetzt zunehmend Debatten auch über diese ganze Frage von Enteignung, was ja auch aus Berlin mit der Kampagne Deutsche Wohnen und Co. enteignen, dass man auch stärker auf diese Karte setzt und sagt, wir müssen die Privaten rausdrängen, wir müssen rekommunalisieren unmittelbar. Und das ist sozusagen auch noch eine offene strategische Frage, wie man das eigentlich gut ansetzt. Also in welchem Verhältnis die Frage von, wir müssen ihnen die Krankenhäuser wegnehmen. Wir müssen einfach das Finanzierungssystem so gestalten, dass sie gar kein Interesse mehr an den Krankenhäusern haben und sie dann im besten Fall für 1 Euro zurückgeben an die Kommune. Genau, also das sind Kämpfe, die in den nächsten Monaten laufen werden. Die werden auch ohne uns passieren, weil sozusagen der Konflikt im herrschenden Block groß genug ist, dass die sich darum fetzen werden. Aber wir haben natürlich die Möglichkeit, mit unseren Aktivitäten da rein zu intervenieren, was unter Corona-Bedingungen immer nicht ganz einfach ist, aber tatsächlich kriegen die Belegschaften das bisher auch ganz gut hin, da sozusagen eine Wortergreifung zu organisieren. Und tatsächlich würde ich sagen, der Krankenhausbereich ist, und damit komme ich zum Schluss, im Moment einer der wenigen Bereiche, in dem wir sowas Ähnliches haben, wie dass wir in der Offensive sind. Und das ist eigentlich eine Chance, die bisher auch in den linken Debatten meines Erachtens, also sozusagen, da wird immer, ja, Krankenhäuser und Care-Arbeit ist wichtig und so weiter, aber wir haben hier einen der wenigen Punkte, wo wir tatsächlich neoliberale Paradigmen schon geknackt haben. Und es ist, glaube ich, viel wert, das in den nächsten Monaten zu vertiefen.